herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge zur Sonntagsausgabe Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, da hinten ist ja dieser Steinheinz da, der so, ne? Und ich kann mich erinnern, ich habe versucht, da in die Höhle reinzugehen und da hieß es dann natürlich groß in fetten Lettern, da sollte ich nicht reingehen. Und dann ist mir wieder aufgefallen, bei der Steinbrücke gab es da hinten ein Wächter oder, ja hier, Ette, wie heißt der jetzt nochmal? Nomade, richtig. Jetzt habe ich aber Assassinenklamotten an und das ist natürlich nicht so pralle. Jetzt muss ich erstmal wieder zusehen, dass ich immer wieder, die Waffel wechsel. Manchmal habe ich an einer Waffel, ich weiß. So, umkleiden, ja, was nehme ich denn? Adeptenrobe ist, glaube ich, nicht so vom Praxis. Ich versuche es erstmal hier mit der verstärkten Ritterrüstung. Und bin mal gespannt. Ja, ich weiß. Oh Gott, die Energie geht runter. Was mache ich denn jetzt? Schlafen vorher, natürlich. Oh. Manometer, lieber Peter. Das ist weiter unten. Ja. So. Logisch. Schlafen erstmal. Jetzt rutscht das Ding weg. Ja, was passiert denn, wenn mir das Ding ganz wegrutscht? Also die Schlafmütze da. Das ist doch doof. So. 4 Stunden zum Ausruhen. So, gucken. 22:09. Ach, das war doch nicht so spät. Gut, Schlafsack aus Ziegenfell. Okay, ein bisschen mehr Energie habe ich gekriegt. Und jetzt gucken wir mal rein, was da für Nomaden sind, ob die friedlich bleiben. Vielleicht sind es ja auch die Nomaden mit dem Papa Said, ne? Ich weiß es nicht. Ich war nämlich hier schon mal, aber bin hier nur bis zu diesem hier gekommen, bis sie mich angegriffen haben. Ja. Der greift mich auch an, in meiner Paladin-Rüstung. Ja, toll. Mist. Warum ist das so? Was ist passiert? Ich verstehe das nicht. Vielleicht braucht es doch eine andere Rüstung. Aber welche soll ich denn nehmen? Adepten? Ja, scheiße. Ich muss nochmal neu starten, beziehungsweise nochmal neu einladen. Okay, probiere ich es in einer anderen Rüstung. Und zwar in der Deppenrüstung. Wobei, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe wieder neu gestartet, natürlich neu eingeladen, bevor die mich entdeckt haben. Ja, auch das nützt nichts. Dann versuche ich es mal mit einer... Nee, nackt bringt es auch nichts, oder? So, versuche ich es mal in einer Sträflingskleidung. Ja, schön. Oberkörper nackt. Können... Bitte nicht. Shit. Auch nicht. Mist. Scheiße. Wen treffe ich denn hier alles? Erstmal hier schnell. Hallo. Erstmal gucken, wer hier alles da ist. Da wieder neu einladen. Ja, ich weiß auch nicht. Nomade? Sa. Hä? Wieso waren denn die ersten Nomaden irgendwie aggressiv? Verstehe ich jetzt nicht. Hey! Halt, Fremder. Sag, du bist doch nicht etwa ein Assassine? Nein. Sehe ich etwa so aus? Nein. Verzeih mir. Du scheinst wirklich keiner unserer Feinde zu sein. Wer bist du? Ich heiße Roland und komme von der Insel Korinnes. Ich bin ein Feind der Assassinen. Wenn das so ist, dann bist du mir herzlich willkommen. Oh, endlich. Ich heiße Said und bin Nomade. Ich lebe mit meiner Sippe hier in den Bergen. Wenn du willst, kannst du gerne unser Gast sein. Sehr gut. Ja, das ist Schwiegerpapa Said. Die Hitze ist ja kaum noch auszuhalten. Ihr habt euch einen guten Platz gewählt. Ich möchte Amana erobern. Kannst du mir etwas beibringen? Tamara schickt mich. Das ist sie. Genau, also werden wir erstmal das mal abklären. Tamara schickt mich. Deine Tochter wird in Uga gefangen gehalten. In Uga also ist sie? Lange Zeit haben wir vergeblich nach ihr gesucht. Danke für diese Nachricht. Vielleicht kann ich Tamara befreien, aber leider vertraut sie mir nicht. So? Und was soll ich bitteschön tun? Nun, Tamara vertraut mir erst, wenn du mir Vertrauen schenkst. Gut, doch dies kann ich erst tun, wenn du mir beweist, dass du unser Freund bist. Wie kann ich diesen Beweis erbringen? Zum Beispiel damit, dass du mir 10 Waffenbündel bringst. Hm,
Wo soll ich denn so viel Waffen herbekommen? Bei den Assassinen natürlich. Sie haben eine Menge Waffen. Und das reicht dir als Vertrauensbeweis? Nein, du musst einiges für uns tun, bis ich dir vollständig vertrauen kann. Wir haben viele Feinde. Die Assassinen sind überall. Tue einiges für uns, dann sehen wir weiter. Am schlimmsten aber werden wir von anderen Nomaden, nämlich Alis Sippe, bedrängt. Das ist zurzeit das größte Problem. Wer ist Ali? Ein Wüstenräuber, der sich mit seinem Stamm hier in den Bergen niedergelassen hat. Erst wenn wir nicht mehr von ihm bedrängt werden, können wir daran denken, die Assassinen anzugreifen. Okay, gucken wir eben mal ganz kurz, ob wir... Hier hast du 10 Waffenbündel, cool. Also, brauche ich gar nicht in den Inventar zu gucken, rein. Hier hast du 10 Waffenbündel. Sehr gut, jetzt sollen sich die Assassinen in Acht nehmen. Ah, Said, ja, schön, jetzt... Hey du! Diese Hitze hier ist ja kaum auszuhalten. Mal gucken. Diese Hitze hier ist ja kaum noch auszuhalten. Ja, die Wüste ist heiß. Und wer sie nicht gewohnt ist, der wird viel an Lebensenergie verlieren. Wir Nomaden sind sie gewohnt. Auch kennen wir so manches Mittel, um uns vor großer Hitze zu schützen. Was wäre das zum Beispiel? Nun, zum einen wäre das unsere Rüstung. Man kann in der Wüste nicht alles Mögliche tragen, sondern man sollte sich seine Kleidung sehr sorgfältig auswählen. Zum anderen sollte man ausreichend Wasser mit sich führen, wenn man in dieser Gegend unterwegs ist. In der Wüste kann es rasch geschehen, dass man einen Sonnenstich bekommt. Man bekommt Schwindelgefühle und kann nicht mehr klar denken. Fällt mir gerade ein. Verkauf mir eine leichte Nomadenrüstung. Gut, okay. Hab ich überhaupt so viel Gold? Verkauf mir eine leichte Nomadenrüstung. Okay. Gut, für 1500 Goldstücke gehört sie dir. Habe ich jetzt einfach mal gekauft. Da fällt mir gerade ein, so als kleines Gimmick, vielleicht so aus Molerat, Fett und mit einer noch irgendwelchen Substanzen eine Sonnencreme herzustellen für Varant, die dann halt eben nur eine bestimmte Zeit lang seinen Schutz hat. So wollte ich jetzt gucken. Die leichte Nomadenrüstung wollte ich gucken. Verstärkte leichte Assassinenrüstung, verstärkte Golemschutzrüstung. Mein Gott, wo ist denn diese... Da, leichte Nomadenrüstung schützt mich vor der Hitze in der Wüste. Die werden wir jetzt anziehen. Fertig, aus. Wow, jetzt sehe ich schon gut aus, ne? Weiter, Said. Hey, du. Ihr habt euch hier einen guten Platz gewählt. Ja, hier in den Bergen sind wir vor unseren Feinden einigermaßen sicher. Aber unsere Männer müssen stets hinab in die Wüste, um uns Fleisch zu besorgen. Und das ist wahrscheinlich nicht ungefährlich. Du sagst es. Die Wüste ist sehr gefährlich und das nicht nur wegen der wilden Tiere. Früher konnten wir zumindest noch an die Küste gehen, um zu fischen, aber das geht leider nicht mehr. Wegen der Assassinen? Genau so ist es. Solange sie den Zugang zum Meer kontrollieren, können wir uns keine Fische mehr holen. Tja. Möchte Amana erobern. Kannst du mir etwas beibringen? Kannst du mir beibringen, wie man Pfeile herstellt? Vertraust du mir? Okay. Muss ich erstmal was machen? Glaube ich. Kannst noch du mir etwas beibringen? Lehrer? Ja, ich könnte dir beibringen, wie du stärker und geschickter wirst. Okay. Allerdings muss ich sicher sein, dass du ein Freund der Nomaden bist. Ja, wenn du willst, dann zeige ich dir, wie man ein richtiger Meisterschütze wird. Du wirst dann menschlichen oder untoten Gegnern erheblich mehr Schaden zufügen können. Gegen Tiere allerdings wird dir der Meisterschuss nichts nützen, da die für solch einen gezielten Schuss viel zu flink sind. Da solltest du besser einen anderen Schuss verwenden. Der Wildjägerschuss ist für Tiere viel besser geeignet. Den könnte ich dir aber ebenfalls beibringen, wenn du willst. Aha, Meisterschuss? Tierjägerschuss? Kannst du mir beibringen, wie man Pfeile herstellt? Nicht nur das. Ich kann dir auch beibringen, wie man Eispfeile und Eisbolzen herstellt. Okay, Eispfeile, Eisbolzen. Nö. Ich will stärker und geschickter werden. Was war denn jetzt nochmal mit dem Meisterschuss und sowas? Wieso steht das hier nicht drin? Gucken wir erstmal hier ins Logbuch rein. Vertrauen der Nomaden. Said verlangt, dass ich ihm 10 Waffenbündel besorgen soll. Ich muss aber noch mehr für Said tun, bevor er mir Vertrauen schenkt. Ich sollte daher mal mit allen namhaften Leuten, die sich hier wahrscheinlich im Lager oder in dessen Nähe befinden, sprechen. Ja, das werden wir dann auch Hey. Tun.
Jetzt will ich mal wissen, ich will stärker und geschickter werden. Wie teuer ist der? Ich will stärker und geschickter werden. Ich sagte, ich könnte dir helfen, nicht ich werde. Solange du kein Freund unserer Sippe bist, kannst du dir einen anderen suchen, der dich unterrichtet. Okay, jetzt weiß ich's. Also, meine Herren, da wollen wir erstmal abspeichern, ne? Erstmal, wenn er hier aus dem Bild ist, dann ist es nicht so ruckelig. Endlich habe ich Papa Said gefunden. Schön sieht's hier aus, aber ich möchte mal wissen, warum die ersten beiden aggressiv waren. Du bist Nomade. Okay, wie ist die Lage? Mal eben. Wie ist die Lage? Sie ist sehr gefährlich. Überall wimmelt es von Assassinen und feindlichen Sippen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Adanos sei Dank. Zurzeit sind wir vor den Assassinen und den Wüstenräuber sicher. Möge Adanos uns auch weiter schützen. Aber so friedlich wird es gewiss nicht lange bleiben. Jeder neue Tag kann neue Gefahren für uns bringen. Was kannst du mir über das Tal von Ashdod erzählen? Jo. Was kannst du mir über Info. Das Tal von Ashdod erzählen? Tja, das Tal von Ashdod ist ein größeres Wüstental, in dem sich einige Bauten des alten Volkes befinden. Das wichtigste Bauwerk aber, das du dort finden wirst, ist der alte Tempel von Tadmor. In der Mitte des Tals befindet sich ein gewaltig tiefer Canyon, wo die Orks nach alten Artefakten suchen. Und? Haben die Orks bisher etwas gefunden? Woher soll ich das wissen, Fremder? Frag die Orks doch selber, wenn du kannst. Die Frage ist nur, ob die Orks und Assassinen dich überhaupt am Leben lassen werden, wenn du in ihr Lager gehst. Ja, okay, dann haben wir mit ihm ein bisschen Smalltalk gemacht, ne? Was ist denn jetzt los? Was soll das jetzt bitte sehr? Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Jetzt sind sie plötzlich aggressiv. Ich hab doch mit Said gequatscht. Alles gut. Verstehe sie nicht. Toll. Nicht schön. Was ist da jetzt hakelig dran? Das begreife ich jetzt nicht. Das begreife ich jetzt irgendwie nicht. Dann werde ich Folgendes machen. Ich werde bis zum nächsten Morgen schlafen. Und vielleicht ist einer von euch so lieb, oder Alain, vielleicht du, dass du mir sagen kannst, warum das mal so ist bei Said Sippe, dass sie mich mal lassen und dass sie mich angreifen. Oder gerade eben, die ganze Zeit ging das gut. Aber jetzt? Ach Mann, so. Schlaf den Sack aus. Schlaf den Sack aus, klar. Okay, jetzt gehe ich nochmal hin zur Sippe. Da stehen sie wieder. Vielleicht sind sie ja wieder neu resettet, ich weiß es nicht. Hallo, ich habe eure Klamotten an. Toll. Nee, ne? Versuchen sie mich zu... So, schau mal. Said bleibt, guck. Said bleibt ruhig. Nomaden... Alter Schwede. Tja. Die werden alle aggro. Verstehen, du Lump. Ja. Mist. Kann ich nur gucken, was da hinten los ist. Na? Ich habe nämlich die leise Hoffnung, dass ich eventuell hier noch irgendwo so eine Rune. Eine Runenwurst finde. Nee, eine Rune finde. Man hier. Sack mit Mehl. Aha, Sack mit Mehl. Hier gibt's Säcke mit Mehl. Ah, ich verstehe es nicht. Gibt's Wasser. Was haben wir hier noch? Elixier der Heilung. Okay. Wieso nimmst du nicht alles? Ja, Moment. Ich muss erstmal. Okay. Hört sich an wie UKW. Kamal. Selina, die bleiben ruhig. Das sind auch nur Bettchen. Dieser Sound im Hintergrund erinnert mich an meine Kindheit, der jetzt kommt.
Nee, das hört sich an wie so alte Übertragungscode. Eine Kiste mit Proviant. Gut. Gut. So 50 baut. So, IT-Leute wissen, wovon ich rede. Wenn ich mir auch die Säcke Mehl hier einsacken. So, und da hinten geht's wieder hin. Also, okay, dann werde ich immer mit Kamal sprechen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mein ganzes Spiel damit kaputt mache. Ich weiß es nicht. Und ich hab bis jetzt nur einmal das GIF-Tool, also das GVE-Tool, benutzt. Okay, Kamal, ich speichere mal lieber vorsichtshalber ab. Hallo, Kamal. Hallo, darf ich dich was fragen? Ja, von mir aus, Fremder. Was willst du wissen? Wie komme ich zu eurem Zeltlager? Folge dem Felsenpfad, dann bist du da. War das alles? Dann geh und störe mich und meine Familie nicht länger. Die beiden Frauen gehören zu dir? Ja, Fremder. Halima ist mein Weib und Selima meine Tochter. Lass aber ja die Finger von meiner Tochter, klar? Sonst bekommst du es mit mir zu tun. Warum lebst du mit deiner Familie so abgesondert von den anderen Bewohnern? Das geht dich gar nichts an, verstanden? Du hast wohl hier eine besonders schöne Aussicht, was? Wenn du es genau wissen willst, ich will meine Ruhe haben. Andere Menschen gehen mir auf die Nerven, auch du, verstanden? Tja, wenn das so ist, dann gehe ich wohl besser. Genau das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Wie heißen die Mädels? Selima und Halima. Hey. Hallo, wer bist du? Ich grüße dich, Fremder. Mein Name ist Halima. Ich bin Kamals Frau. Doch wenn du etwas wissen willst, dann sprich lieber mit meinem Mann. Kamal sieht es nicht gerne, wenn meine Tochter Selima und ich mit Fremden reden. Okay. Dann lassen wir mal den Ring stecken. Ihr Ehering wahrscheinlich. Hallo. Geh besser, Fremder. Sonst bekommen wir beide noch Ärger. Ärger? Von wem? Von Kamal, meinem Vater. Er sieht nicht gerne Fremde in meiner Nähe. Geh jetzt, Fremder. Du darfst nicht mit mir reden. Kennen wir doch alles, ne? Okay. Ja, dann haben wir das schon mal erstmal hier abgecheckt. Gehen wir wieder zurück. Ich verstehe das nicht. Haben wir hier schon alles abgehustet? Ja, natürlich. Hier waren noch die Mehlsäcke. Upsi Daisy. Ja. Na, schau mal. Hier geht's wieder hoch. Aha. Jetzt muss ich halt auch noch speichern. Und ich bin gespannt auf die Dinge, die da auf mich zufliegen werden. Besondere Pfeile. Ja, toll. Ein Schwerter. Nee, gefällt mir nicht. Ist auf Said, ist alles gut. Das heißt, müsste ich denn jetzt Said total seine Kumpels auseinanderfighten? Oder wie, oder was? Nur damit Said still ist? So, hier geht's auch nochmal runter. Dann haben wir hier eine Höhle. Hier geht's hoch. Übelst. Was mache ich jetzt? Okay, dann gucken wir mal auf die Karte, wo wir jetzt genau sind. Aha. Cool. Also da ist Said. Genau dort. Also da. Ne? So, jo, merken wir uns das mal. Said Zippe. Jo, und hier geht's runter zu einer Höhle. Die ist ziemlich nah dran. Und hier oben hoch könnte ich ja später gehen. Ist doch sowas. Bekloppt das jetzt aber auch. Ach, hier ist das mit der Leiter. Hier ist das mit der Leiter. Aha. Also hier war ich noch nicht. Ja, okay. Gegen den komme ich ja nicht an, also muss ich mich wieder umziehen. Das werde ich mal eben machen. Und mir ist noch was aufgefallen. Gerade jetzt, wo mir aufgefallen ist, dass die ganze Zeit, während ich geladen und gespeichert habe, die Musik am Spielen bleibt. Das liegt wohl möglicherweise daran, das habe ich auch im Forum geschrieben, aber bezüglich der Menüs, Menü-Items, die nicht ganz gezeichnet werden,
das Spiel, also die Modifikation, nochmal völlig neu anfangen, auf normal oder egal welche Schwierigkeitsstufe. Dann das Intro überspringen und abbrechen und wieder den alten Spielstand laden. Und dann sind die Icons wieder richtig und die Musik läuft wieder. Ja, genau. Gattenläufer. Dich machen wir nochmal alle und kalt. Fredo. Wüstenschattenläufer Fredo. Okay. Okidoki. Auch gibt wieder Fleisch und Krallen und Haupt und Horn. Und da haben wir. Ja, ich kann wieder aus dem Schleichmodus raus und da haben wir wieder eine Kiste. Eine Truhe, besser gesagt. Guck mal, was. Sorry. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die Truhe auch knacken können. So, fangen wir mal wieder. Okay. Ja. Oh, eine Steintafel des Bogenschützen. Ich wollte doch was anderes. Eine Rune, die mich hierhin teleportiert zumindest. Weil ich möchte wieder zurück nach Uga teleportiert werden. Nicht runterfallen hier. Damit ich mit der Tamara sprechen kann. Nee, noch nicht mit Tamara sprechen. Ich glaube, hier geht es auch nicht mehr so ganz weiter. Nee, das sieht zu gefährlich aus. Okay. Damit ich dann wieder zu Sai drüber kann. Das ist ja ein Ding. So, nochmal ganz wichtig. Logbuch. Okay, das haben wir da. Alis Wüstenräuber. Sai wird von Alis Sippe bedrängt. Diese Wüstenräuber sollen sich irgendwo in den Bergen aufhalten, ja. Überall gibt's hier Berge. Die Befreiung von Amana. Der Sklave Stan fordert mich auf, ihm zu helfen, indem ich Amana von den Assassinen befreie. Ja, okay, Amana, das wissen wir. So, Kopfgeldjagd Amana, das ist auch. Moment mal. Stopp, Entschuldigung. Wer war das? Kommandant der Wachen von Amana Hassan gab mir den Auftrag, den Räuber Barut. Okay, Barut hieß der. Okay. Also ein bisschen hier. Dass ein bisschen sich orientieren kann. Was noch alles so in der Pipeline ist. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, wieder den ganzen Weg zurück. Und dann wieder ein Assassine. Verdammt. Verdammt noch eins. So, bevor ich da hochgehe, habe ich natürlich wieder meine leichte Nomadenrüstung angezogen und hoffe, dass der Herr Nomade mir freundlich gesinnt sein wird. Der irgendwo da oben ist, ja. Wer das ist. Okay, der ist freundlich. Okay, heißt nur Nomade. Und okay, das können wir ihn mal fragen. Wer ist der Anführer dieses Lagers? Sein Name ist Said. Sein Zelt findest du in der Nähe der Leitern, die ins Tal hinabführen. Er wird dich willkommen heißen, wenn du ein aufrichtiger Freund der Nomaden bist. Mhm. Und er ist hier... Macht hier was? Nomade. Löwenfell. Käse. Quellwasser der Nomaden. Kleiner Lederbeutel. Quellwasser der Nomaden. Auch cool. Ach, fällt mir gerade ein. In Vino Veritas. Herzlichen Dank für die Geschichten mit Sorab und den Tipp mit den Items, die ich geklaut habe von ihm. Die muss ich auch noch unbedingt loswerden. Das werde ich mir im Hinterkopf behalten. Nicht wieder runterfallen, Herr. Roland. So, dann werden wir mal wieder versuchen, hier rumzugehen, also in die Richtung, Richtung Said, speichern. Aha. Jetzt ist keine Musik mehr da. Jetzt muss ich sie wieder manuell einschalten. Also hat das nur für ein paar Saves und Ladungen gereicht.
So, vielleicht hat er ja irgendwie... Vielleicht hat sich das jetzt geändert. Verdammt, was willst du? Nee, hat sich nicht geändert. Verdammt. Oh. Was mach ich denn bloß? Greif mich alle an. Das ist nicht schön. Oh. Was soll ich bloß machen? Auf dem Kopf stehen und lachen? Tja. Das hat mich jetzt ein bisschen überwältigt. So, ich gehe jetzt runter zur Leiter hier. Ich kann auch wieder ganz nach oben hingehen, um zu gucken, wo es in die andere Richtung geht. So weit entfernt, immer noch. So, damit ich die auch mal gesehen habe, die Leiter. So. Okay, komm, spring mal runter. Durch Waffe ziehen. Speichern. Und dann mal schauen, wo genau die Leiter ist. Also ich sehe das. In dieser kleinen Bucht da, bei der Spieke da. Okay. Ja. Also da ich ja hier noch nicht war, wird auch bestimmt irgendwas hier rumkreuchen und fleuchen. Doch nicht. Wohl eher nicht. Aha, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wüstenwolf. Nee, es ist wirklich hier. Ich werde mich jetzt mal nochmal umziehen und nehme mir die robustere Assassinenrüstung. Stopp. Nein, ich bin völlig down and out hier. So, Bootsmann, verstärkte Assassinenrüstung. Ja, weil wir haben hier nämlich ein paar Wölfchen. Und hier sind die Füße der Brücke. Mache ich die jetzt im Off? Mal gucken erstmal, wie aggressiv die sind. Sein könnten. Dann nehme ich mal erstmal den linkeren. Das hier was? Oh, ein Heilkraut in der Wüste. Ah, na komm. Ah, Mist. Da habe ich gleich drei Stück an der Hacke, wa? Nee, die sind ja alle verschaltet. Die sind ja alle verschaltet, die feigen Hunde. Ja, ist das übelst. Okay. Okay, ging doch. Ging doch, ging doch. Nochmal Heilkraut, okay. Wieder okay. Sind wir da mal hier schon mal auf der richtigen Seite. Und dann können wir ruhig hier die nächsten hier nehmen. Was ist denn da unten? Da bin ich mal gespannt, was da am Bach ist. Okay, ach, das geht ja wie geschnitten Wolf. Ja, okay, das sind die Sachen, die kann ich alle später machen hier. Ich will erstmal wissen, was sich hier verbirgt. Das ist interessant. Feuerkraut. Schön. Ich werde es jetzt so machen, ich werde mich hier daran orientieren und im Off mal rumherum die Heilkräuter und so die ganzen Kräuter mal aufsammeln und dann geht es gleich wieder weiter. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen weiter gekommen. Also ich habe jede Menge Heilwurzeln und Feuernesseln gefunden. Und ich sehe, hier haben wir noch ein paar Creatures. Ach, Wüstenratten. Die lassen sich, glaube ich, gut irgendwie wegballern. Ah. Okay. Genau, richtig. Erstmal eine Wüstenratte anschießen, damit sie kaputt geht. Und dann können wir die anderen ja hier richtig schön wegmetzeln. So. Und du auch. Na
dann war es das. Und dann haben wir hier noch Feuernesselchen. Ein paar Wüstenratten. Gut. Noch eine. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Okay. Nicht zu holen. Okidoki. Ah, hier gibt es wieder Feuernesseln. Und da hinten, was haben wir denn da? Lustiges. Das sehen aus wie Wüstenlurker oder was? Sandlurker. Okay, bis hierhin, liebe Leute. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was das mit Said und seiner Sippe auf sich hat, dass die plötzlich aggressiv bleiben, egal was ich anziehe. Bloß Said, der bleibt neutral. Okay. Ein Daumen noch. Okay, dann ist gut. Wir sehen uns bis später. Ciao.